Willkommen auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Dinkum und ich stehe vor der Pyramide. Von dieser Seite, von der anderen Seite seht ihr es noch nicht, weil da hat sich was geändert. Ihr werdet es gleich sehen. Und ich habe oben mein Mu geparkt. Das ist eigentlich das Gehege für mein Mu. Nein, wird's nicht. Und jetzt sieht man auch mal diese Xe. Ich habe ja jetzt beim Mining, nee, quasi nicht wahr, beim Metalldetecting habe ich ja das hier, die letzte Stufe ausgebaut. Und da sieht man jetzt so, genau, sieht man da diese Xe. Und weiß dann, wo was ist. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Ja, da ist ein Fass. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Ich dachte, da sind dann überall rote Xe. Da wäre ich verrückt geworden. So geht das eigentlich. Ja, ich habe was geändert. Ich zeige euch auch was. Dafür gehe ich hier einmal rüber. Hier ist noch alles okay. Aber hier ist was anders. Und hier unten liegt wieder Erde. Ich habe wieder ein bisschen Erde weggeschaufelt. Ich habe das hier so gemacht. Also jede zweite Dings habe ich hier eine Reihe weggenommen. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ich finde, das peppt so ein bisschen auf. Weil sonst sieht das alles so schlicht aus oder einheitlich. Das fand ich ganz gut. Ja, und dann machen wir jetzt. Das heißt, ich muss erstmal den ganzen Kram hier wieder wegmachen. Und dann, ja, das muss ich auch wegmachen. Die Erde haue ich erstmal weg. Ach nee, Quatsch, hier bleibt es ja drauf. Ach, Captain. Ach. Du bist so ein Eumel. Warte mal, habe ich den Kompaktor dabei? Ich kann die Erde ja auch gleich wegkloppen. Nee, das kannst du wieder hinmachen. So, zack, zack, zack. Den Kompaktor. Nee, den habe ich nicht dabei. Den hole ich dir mal eben. Weil die Erde brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Nee, die Erde brauche ich nicht mehr. Ach, ja. Ich bin jetzt bei Franklin. Franklin ist jetzt fast mein bester Kumpel. Ach, guck mal hier, da kann ich gleich mal mitnehmen. Und hier drinne gab es heute das hier. Basic Pink Rock. Ich lasse ihn erstmal drinne. Es ist fast mein bester Kumpel. Es fehlt nur noch ein Viertelherz, damit er mein Best Buddy ist. Und da bin ich mal gespannt, ob es da nochmal irgendwas gibt. Was wollte ich holen? Den Kompaktor, genau. Ja, dann kloppe ich das gleich weg. Dann ist es weg. So. Ja, bin ich mal gespannt, ob es da noch irgendwas gibt, wenn John, ja, 5 Herzen für mich hat. Da bin ich mal gespannt. Und heute ist Sonntag, heute kann ich auch nichts kaufen, nichts machen. Ja, bietet sich also an, hier dran zu bauen. So, warte mal, jetzt mache ich einmal das hier alles weg. Dann haben wir das schon mal schier. So, zack, zack, zack. Ja, das war ja gut. Erstmal da oben, Mensch. So. Ja, dann mache ich aber erstmal die ganzen Dinger weg hier. Warte mal, das ist jetzt ja. Genau, so. Dann wieder den. Im Endeffekt wie drüben. Ich muss ja nur abgucken. So, zack, zack, zack. Einmal alles einsammeln. Dann rumsen wir das einmal weg. Was so ein bisschen das Problem ist, ich muss leider die von den Treppenstufen, die äußeren, die muss ich alle hochnehmen. Und die Steine oder den Sand darunter auch in diese Platten einfärben, weil sonst, man sieht es ja total durch halt, ne? Das muss ich nochmal machen. Ja, machen wir es jetzt eben. Immer hier. Das muss auch diese Steinfarbe kriegen. So, dann zack. Ich weiß gar nicht, habe ich das mit denen auch gemacht? Warte mal. Ja, guck mal, habe ich mit beiden gemacht. Ne? Weil sonst sieht man das nämlich. Oh. Also eigentlich die ganze, man könnte auch sagen, die ganze Seite muss ich hochnehmen. Das hätte ich mir sparen können. Das ist ja ätzend. Naja, nützt nichts, nützt nichts. Ja. Da habe ich es ja auch gemacht. Okay. Also zack. 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 Weil sonst schimmert das so ein bisschen durch. Das ist blöd. So. Dann können die Stufen mal auch wieder hin. Da sind sie. Zack. Da kann natürlich auch eine hin.
Gleich gespannt, wie das wirkt, wenn das auf beiden Seiten fertig ist. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. So, bap, bap, bap. Und hier auch nochmal. Ich finde, das lockert das Ganze so ein bisschen auf, ne? Das hebt sich so ein bisschen ab. Dann sieht das so extrem einheitlich aus. Finde ich ganz cool. Ich könnte mir dann noch überlegen, hier noch irgendwas raufzustellen. Entweder Fackeln immer oder so, in regelmäßigen Abständen. Aber das muss ich nochmal schauen. So, das machen wir natürlich jetzt überall, ne? Weil, ist so, warum wo ich denn an... Ja, hier unten fange ich an. Klar. Ich brauche das hier. Ja, und viele haben sich gewundert, dass sie das gerade weggenommen haben. Viele haben sich auch gewundert über den Livestream, den... da wurdet ihr nicht benachrichtigt. Es war auch wirklich spontan von mir, spontan geplant. Weil ich saß gerade vorm Rechner, dachte mir, komm, das machst du jetzt mal fertig, du willst das fertig haben. Und dann dachte ich mir, naja, gut, dann kann man das aber auch gleich als Stream machen. Dann kommen ein paar Leute dazu. Kann man ein bisschen quatschen. Ist dann für mich nicht ganz so monoton dann. Und war es ja dann auch nicht. Na, einmal habe ich mein Dings wieder versemmelt, mein 3D-Drucker. Dann wieder zu lange gedruckt. Und dann war da wieder im Eimer. Aber naja, da habe ich dann einmal das Spiel beendet und dann neu gestartet. Weil ich habe keine 5 Opale, ich habe nur 2. Opale findet man jetzt auch wirklich sehr, sehr selten, muss ich sagen. So, dann, naja gut, das kann ich schon mal machen. Ja, von daher, wie gesagt, ich glaube, ich hatte es eine Viertelstunde vor, habe ich den... Huch, da fehlt ja was. Hatte ich den angelegt, den Stream. Ich wollte auch mal gucken, wie viele Leute kommen eigentlich so spontan. Das waren ja dann doch... Ich glaube, in der Spitze waren es 28 und sonst waren immer so zwischen 20 und 25. Das hat mich schon wirklich sehr gefreut. Ja, dass sich da, ja, so viele Leute dann doch die Zeit genommen haben, gefunden haben. Und mich da auch so ein bisschen unterhalten haben. Also ich euch, ihr mich. Wir uns gegenseitig quasi... War sehr schön, ja. Genau. Aber grundsätzlich würde ich Streams natürlich immer gerne vorher ankündigen. Erst mehrere Tage, sodass die Leute dann die Chance haben, sich darauf einzustellen oder zu gucken, ob es passt oder nicht. So. Zack, zack, zack. Ja, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, Dinkum als Let's Play weiterführen, ich weiß nicht. Ich werde es noch erstmal eine ganze Weile weitermachen, auf jeden Fall. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also, was ich jetzt hier mache, das ist ja sehr monoton. Also es ist jetzt nichts Spannendes Neues, weil ich ja Ewigkeiten... ja, da oben geht's gut. Ewigkeiten, das ist immer so ein Zwiespalt, Zwiespalt für mich. Da kann ich die ganze Reihe wegnehmen, ne? Bis auf 4. Ja, wo ich dann mit mir selber hadere und denke, mein Gott, wer guckt sich das jetzt an? Ja. Wer dann... Ja, da kannst du das sparen. Wäre dann auch doof, so wenn die Leute das Interesse halt mit der Zeit verlieren. Gut, im Moment, es werden ja sowieso immer weniger, sage ich mal in Anführungsstrichen. Weil das Spiel, umso länger es läuft, halt umso, ich sag mal, uninteressanter wird es für die Masse halt, ne? Es gucken dann wirklich nur die es wirklich interessiert. So, das sieht man dann ja auch, wenn man jetzt ein Spiel, danke. Wenn man jetzt ein Spiel neu anfängt, dann die erste Folge, da gucken natürlich ganz viele, also wenn es gerade ganz neu ist. Und dann wird es natürlich schon rapide weniger bei den Lesen, weil viele gucken natürlich erstmal nur, ach, ist das was für mich? Wie ist das Spiel so? Was macht man da? Ja, die gucken das jetzt nicht meinetwegen, sondern wegen des Spiels, um zu... ja, um zu gucken, wie das Spiel so ist. Oh, und nicht jetzt mir dabei zuzuschauen. Und danach bleiben dann im Endeffekt ja die, die das gucken, weil ich es spiele. Weil sie es vielleicht unterhaltsam finden. So. Genau. Ja, jetzt quatsche ich hier und quatsche ich hier. Ich muss ja irgendwie die Zeit überbrücken. Ich muss ja irgendwie was, sagen, sonst denkt ihr, ich bin nicht mehr da. Hopp. Ach so, ja, guck mal, warte mal, da hatte ich doch einen guten Tipp bekommen. Ich habe ja hier... Diese olle Falle hier für Krabben. Aber mir wurde gesagt, ich muss auch ein Stück Fleisch reinpacken. Ah, dann machen wir das mal. Sonst wird das nämlich nichts. Da ist aber halt die Frage, lohnt sich das denn überhaupt? So ein Stück Fleisch da rein, das ist dann ja weg, tippe ich mal. Na, ich werde es ja sehen, wenn da was drin ist.
Und dafür bekomme ich dann, ja, irgendeine Krabbe. So, ich brauche wieder Beton. Ach herrje, jetzt geht das los. Ich glaube, ich werde mir morgen auch nochmal so ein Dings kaufen hier. Ich habe nämlich jetzt fast die ganze Reihe voll. Es fehlt nur noch einer. So, machen wir mal was anderes. Machen wir mit Zement. Na. Das ist Wahnsinn, was da an Steine reingeht. Ich hatte, wo ich angefangen habe, irgendwas bei über 800, glaube ich. Ja, das sieht man ja, bin ich bei 327. Und fallend. Also was da an Material reingeht in diese Pyramide, das ist schon erstaunlich. Und wenn die Pyramide mal fertig ist, dann würde ich mich an meine Felder machen, weil da mache ich ja schon lange nichts mehr. Das heißt, ich habe keinen Ertrag mehr, verdiene damit kein Geld. Dann will ich das so umbauen, wie ich es gerne haben wollte, möchte. So, dass man mit dem Traktor vernünftig rumfahren kann. Ich habe da auch schon eine Idee. Es wird wieder so ein bisschen speziell, wahrscheinlich, wenn es funktioniert. Ja. Aber das machen wir dann. So, ich glaube, das reicht denn erstmal. So, zack, zack. Halt. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zement. Dann machen wir da erstmal schön Wege draus. Und dann geht's weiter. Zack, 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 wo sind sie da? Ach ja. Und an dieser Stelle wieder, oder an dieser Stelle muss ich sagen, es wäre schön, wenn man sagen könnte, ich möchte da gern 50 Stück von machen oder so. Und ihn hier mal auf Knopf drücken muss. Dum, 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 dum. Bam, 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 bam. Lalalala. Ach, was ist das schön. Ja, dann könnt ihr eigentlich gleich ins Bett, weil sehen tut man jetzt eh nicht mehr viel. Oder weißt was? Ich mache gleich mal ein paar Tiki-Fackeln. Ein paar Tiki-Fackeln, die stelle ich mal oben rauf. Also, dann sieht man schon mal, wie das wirkt. Es ist ja dunkel. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Was brauche ich für Tiki-Fackeln? Ich glaube. Oh, schön. Palmholz. Es war Palmholz. Ich habe kaum noch was. Und Fackeln. Fackeln habe ich, aber kein Palmholz. Wo kriege ich jetzt Palmholz her? Säge habe ich dabei, gut. Weil meine Bäume hier will ich nicht. Ach, Krokodil, komm, hau ab. Hier, wo du wohnst. Der Palm muss ich ja wieder sonst wohin. Ja, jetzt wollte ich eben schnell mal was machen. Und was ist? Jetzt fliege ich hier rum. Und die Eier müssen nochmal eingesammelt werden. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aus dem Frühling. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alles muss gemacht werden. Und immer von mir. Immer ich muss das machen. So, ja, hier ist immer noch recht kahl, aber das wächst schon wieder alles. Hier hätte ich mal alles weggerumst. So, da kommen Palmen. Oh, die sind ja auch schon welche. Zack. So, dann rasieren wir hier mal alles weg. So, mitten in der Nacht macht der Captain hier mal Krach. Zum Glück ist gerade kein Varimun in hier, sonst hätte ich wahrscheinlich ganz schön Ärger bekommen hier. So, ich glaube, das langt auch. Ist was runtergefallen? Hey. Jetzt hätte ich es aufsammeln müssen. So, und ab nach Haus. Ja, ich trage immer noch Regenklamotten, das ist richtig. Ich mag sie auch nicht so recht ablegen. Wir bleiben dran. Muss halt ein bisschen schwitzen, ist egal. Ist nicht schlimm, ist gut. So, Achtung. Achtung. Und. Oh, das war ein bisschen früh. Aber noch hingerutscht. So. Denn. Achso, Tiki-Fackeln wollte ich mal machen. Genau, da muss ich mal dahin wieder. Und hepp. Verdammt, direkt gegen den Baum gesprungen. Dann machen wir ein paar Tiki-Fackeln. Können wir uns das gleich mal im Dunkeln angucken. Zack, zack, zack. Da gibt es ja immer noch eine von. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Was mir bei den Dingern auch aufgefallen ist, die schweben eigentlich, ne? Die stecken nicht in der Erde oder so. Das ist ein bisschen dubios. Ja, komm, ist nur mal zum Gucken. Ist nur mal zum Gucken. So, zack. Dann haben wir doch gleich ein bisschen Licht. Wenn auch nur wirklich ein bisschen. So. Sag mal, habe ich den schon? Firefly doch, okay. Sah eben so ein bisschen anders aus. So, dann würde ich hier in die Ecke eine rein. Da in die Ecke eine rein. Könnte auch sagen, in jede Ecke eine rein. So. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt könnte ich natürlich hier zwischen entweder jedes Mal eine. Vielleicht wird das auch ein bisschen viel, ne? Muss gleich mal an. So. Ja, eigentlich doch. Oder jede zweite nur, ne? Jeder denkt, es ist vielleicht ein bisschen viel. Guck mal hier, die Dinger schweben. Die schweben über dem Boden. Die Tiki-Fackeln. Dubios, dubios. Von daher passt es ganz gut zu meiner Pyramide. Ja, muss man mal sehen. Und das auf jeder Seite dann natürlich. Ja, dann ist das schon richtiger Weihnachtsbaum dann. So, dann gehe ich mal abends ins Bett. Und schauen mal, was wir morgen in der Kiste haben. Und dann geht das fröhlich weiter. In der Pyramide. Gute Nacht. So. Ein bisschen was gefangen. Ein bisschen was umgehauen. So, regnet es heute? Nee, schade. So, was haben wir denn in der Kiste? Zeig mal hier. Ah, Schuhe, toll. White Boots, Ja, bis jetzt habe ich noch einen Dödelkram drin. Ja, das hat sich wieder ein bisschen vermehrt hier. Das läuft schon ganz gut. Auch die Dinger. Also das ist schon eine tolle Sache. So, wo war ich denn eigentlich? Auf der linken Seite, ne? Und das Mu steht da oben, ganz geduldig. Aber da ist auf jeden Fall sicher, weil da kommt höchstens mal ein Känguru hin. Und die machen ja nichts. So. Ach ja, ich war gerade dabei. Genau, und muss jetzt nochmal den Kompaktor hier reinpacken. So. Da war ich bei, ja. So. So, Wunder. Nee, da nicht. Das wäre Verschwendung. Das ist Verschwendung, da sieht das keiner. So. Man muss ja nur da machen, wo man sieht. Fuschen muss auch gelernt sein. So. Zack, zack. Haben wir nur noch zwei Seiten. Und dann wird das auch schon mal erledigen. Da muss ich mir überlegen, was ich drumherum mache. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich habe leider nicht viel Platz. Ich wollte erst was ganz anderes machen. Dafür hätte ich um die Pyramide mehr Platz gebraucht, was nicht geht, weil hier ist halt nicht mit Platz. Das ist ein bisschen schade. Muss ich wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen improvisieren. Gucken, ob mir das gelingt. So, zack. Ich dachte, drüben auch gleich weg. Und dann wäre die Pyramide als solches soweit fertig. Also viel mehr würde ich da dann gar nicht mehr machen. Ja, wie gesagt, die Tiki-Fackeln auf jeden Fall, ja. Das, ja. Aber mit dem Rest bin ich da eigentlich ganz zufrieden, soweit. Erstmal alles einsammeln hier. Ja, ich weiß, ich könnte die ganze Zeit A drücken. Mache ich aber nicht so. Genau. Oh, hoppala. Hoppala.
Dann könnte ich auch gleich nochmal die Tiki-Fackeln hinstellen. Mann, was das? Okay. Wo kommt denn hier Dings her? Dann. Ja, im Endeffekt die ganze Reihe, ne? So, auf die untere Platte. Kann ich da alles hochnehmen? Ist hier, ja. Ja, die untere brauche ich nicht. So, dann die Steine hin. Gucken, ob die überhaupt reichen jetzt, die 182. Oder oh, das müsste eigentlich hinkommen. Ja, doch schon. Ist ja noch die eine Seite dann. Vorne haben wir schon. Na, mach das dahin, Mensch. Ach, mach das von hier so. Sehr schön. Oh, nee. Das, nein. Nee, nee, nimm das mal weg hier, Junge. Ja, so. Dum, 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 dum. So. Dann haben wir die Seite auch gleich fertig. Und wenn ich dann nicht noch irgendwie wieder andere Ideen habe, dann ist das soweit erstmal mit der Pyramide fertig. Dann kommt das drumherum. Und auch erst dann, wenn ich alles fertig habe, dann sage ich euch, wofür das ist. Oh, vorher nicht. Vorher ist nicht. Bom, bom. So, ja, das ist das. Dann haben wir noch eine Seite. Dann brauche ich mal den Eumel wieder hier. Dann haben wir das doch schon durch. Zack. 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 Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. So. Mach das einmal weg. Die schöne Erde. Alles mühevoll aufgeschüttet. Und jetzt nimmt er das wieder weg. Ah, ist ja von gutem Zweck. Jetzt habe ich mal festgehalten. So, und hier oben noch einmal. So, dann einmal den Kompaktor. Gut. Dann ja, nehme ich die Stufen wieder hoch. So, da und hier auch. Oh, da nicht. Da vergessen. Ah, da auch nicht. Na, Mann, das wird ja mal schlimmer hier. Naja. So, am besten stelle ich ja gleich wieder die Stufen hin, weil sonst mache ich da doch die Platten hin. Ich kenne das ja. So. Ja, siehst du, dann reicht das mit den Platten. Ja. Ich glaube, die untere hätte ich mir eigentlich sparen können. Die würde man, glaube ich, nicht mehr sehen. Aber gut. Was soll der Geiz? Hier bei Platten genug. Irgendwo müssen sie hin. Dann verstecke ich die hier so. So. Dann hier. So, haben wir das fertig? Kommen die Stufen noch rauf?
Dann ist das soweit erstmal fertig. Da muss ich mir Gedanken machen, wie ich da drumherum gestalte. So. Das haben wir. Dann hole ich mal die Tiki-Fackeln. Da habe ich nur noch eine von. Okay, krass. Naja, gut, das waren nur 15. Ne? Ich habe nur 15 Stück hergestellt. Das ist ja jetzt nicht so viel. Okay. Oh, heute ist auch Montag. Da müsste ich eigentlich auch noch mal zu John eine Quest abschließen. Zack. Damit ich irgendwann die 5 Herzen voll habe. Tiki, 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 Taga, da. Sind nur noch 18. Da muss ich wohl noch mal Palmholz holen. Mir ist auch eine kleine Idee eben gekommen, warte mal. Nee, ein Boot will ich nicht bauen. Ich will raus. Kleine Idee gekommen, wie man das noch so ein bisschen aufpeppen kann. Wobei, da bräuchte ich noch mehr von. Ich habe da nur 2 von. Naja, wir schauen mal. Aber jetzt erstmal zu John. Mit der Fackel. Moin. I want to chat. Genau, da fehlt noch das Viertelherz. Aha. So, John, komm. Ich mache noch eine Quest für dich. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Brauchst du irgendwas? Camo-Pants. Ja, die verkaufe. Kaufe ich dir ab. Dann sieht man mich nicht mehr im Feld. Camo-Pants. So, wie ist jetzt? Nee. Nee, noch nicht. Noch nicht. Hat er hier irgendwie eine Quest gerade angeschlagen? Nee, hat er nicht. Gut. Dann noch einmal kurz zu Franklin. Mal gucken, ob der was Neues hat. War schon krass, ne? Sieht schon, oh, sieht schon gar nicht schlecht aus, finde ich. Hast du da was Neues? Was ist das hier? Pearl? Ach, herrje, was? Alter Schwede. Ich habe nicht genug Geld, ja klar. Ah, Moment mal. Ein Perlenweg? Oha, vielleicht brauche ich den für meine Pyramide. So, die zwei Jungs hier, die packe ich auch mal ein. Kriegen jetzt eine Verwendung. Da muss ich ein bisschen Geld abholen. Milburn, da tut mir leid, ich brauche Geld, du. Ich weiß, du willst mir keins geben, aber... Oh, hat sich schon ganz schön vermehrt. Withdraw. Ja, komm, wir nehmen mal 10. Wir wollen es auch nicht übertreiben, ne, Milburn? Soll ja nicht überhand nehmen hier. Habe ich Perlen? Ich weiß gar nicht, ein paar Perlen habe ich bestimmt. Habe ich mal gespannt, was man da alles braucht. Jo. Sehr gut. Okay, aber auch alles sehr blau, ne? Sieht da ein bisschen, aus, wenn ich das... Und dann noch mehr, da das Graue, dann Blau. Aber ich würde schon gerne einmal gucken, was jetzt bauen wir erstmal die Tiki-Fackeln hin. Dass wir die alle haben hier. Kann man sich das nicht mal angucken, ob er das gefällt. Oh, hoppala. So. Aber da brauche ich... Nein, da doch nicht hin. Hey, hier, so. 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 Jetzt habe ich noch 9. Ja, guck mal. Damit wird das nichts mehr hier. Nein, nicht da vorne hin. So, macht das richtig, Junge. So. Und da noch. Und da noch. Und noch 4. Ja, toll. Ich glaube, ich brauche 5, ne? Toll. Naja, gut. Mal gucken. Ich werde nochmal ein paar machen. Dann gucken wir uns das nachts nochmal an. Ja, jetzt wollte ich die zwei Jungs hier irgendwie. Da habe ich mir gedacht. Also entweder stecke ich sie hier vorne hin. Da komme ich gar nicht hin. Ja, das ist natürlich ganz cool. Oder hier oben drauf. Kann man auch machen.
Also schon, das ist schon cool. Jetzt müsste man das überall haben. Oh Gott, da brauche ich richtig viele von. Schade, dass man die nicht herstellen kann, ne? Das wäre richtig gut. So, erstmal einen Schluck trinken hier. Aber so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, das wäre cool, richtig viele davon zu haben. Ich kann es auch nicht kaufen, ne? Bis jetzt, die habe ich in der Mine gefunden. Hab die auch so noch nie irgendwo. Ja, aus dem Mülleimer vielleicht könnte man die kriegen. Oder aus der Gacha-Maschine. Da brauchst du aber viele, da musst du richtig Kohle reinstecken. Aber das wäre schon geil, die überall zu haben. Ist vielleicht auch ein bisschen überladen. Aber unten wäre schon cool. Also dann bräuchte ich ja nochmal 2, 4, 6 Stück davon. Ja, gute Nacht. Oder auf jeder Seite. Ja gut, es gibt nur Känguru. Oder immer wechselnd halt, ne? Oder auf der vorderen Hinterseite. Da die Dinger, die Bushdevils. Und hier und da Kängurus. Das wäre natürlich auch cool. Vielleicht gibt es da noch mehr davon. Da wären zum Beispiel diese Frizzies oder wie die heißen. Die wären als Steinstatue, vielleicht gibt es die auch schon drinne. Das wäre richtig geil. Ja, nun muss ich sehen, wie ich das drumherum mache. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich wollte eigentlich so einen richtigen Vorplatz machen. Gut, hier vorne könnte ich das machen. Vielleicht mache ich das auch nur vorne. Eigentlich wollte ich drumherum machen, aber drumherum geht halt nicht, weil hier ist out of order. Mal gucken. Mal gucken. Ich lasse mir was einfallen. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich überraschen, wie es wird. Würde mich auch freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.